Hey, hier ist Sven von Männlichkeitsstärken und in diesem Video gehe ich auf die Frage von Thomas ein. Thomas hat nämlich gefragt, ey, worauf stehen Frauen? Und ich kann dir eine Sache sagen, worauf Frauen stehen, und darum geht es in diesem Video. Diese eine Sache ist nämlich eigentlich sehr einfach und sie kommt aus der Erfahrung, die ich machen durfte. Ich war nämlich zum Beispiel auf einem Date mit einer wunderschönen Frau und es war eigentlich, wir haben uns kennengelernt, es war eigentlich ziemlich klar, für mich war es ziemlich klar, worauf es hinausläuft. Hey, wir treffen uns, schnacken eine Weile und dann gehen wir zu mir oder zu dir und haben Spaß miteinander. Ja, wir haben die ganze Zeit über Sex gesprochen, wir haben die ganze Zeit hin und her gechattet und uns wie wild über die wildesten Dinge unterhalten, die es gibt. Und dann beim Date dachte ich mir so, okay, ganz cool. Und irgendwann, das kam mir aber irgendwann ein bisschen komisch vor. Wir haben uns die ganze Zeit voll sexuell unterhalten. Und es war voll die heiße Frau. Aber es kam irgendwie nie so, es kam null Zeichen. Und sie ist auch überhaupt nicht auf meine Annäherungsversuche in irgendeiner Form, auf die Tests, die ich gemacht habe, eingegangen. Und irgendwann frage ich sie so wirklich so, ey, aber du hast schon noch Bock mit mir nach Hause zu gehen und ein bisschen rumzuvögeln und das auszuprobieren, worüber wir uns hier unterhalten. Und sie guckt mich so an und sagt so, nee, du bist mir viel zu jung. Und da habe ich mitbekommen, so wie, war ich komplett aus dem System heraus. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Und war außer so, okay, aber du bist doch nur 22. Und ich war schon ordentlich älter. Und sie sagt so, nee, ich stehe auf alte Männer. Also 40 ist schon okay, aber eigentlich 50 plus. Und nicht so, wow, interessant. Und was ich noch einfach mitbekomme ist, ne, wenn du dich ständig fragst, okay, worauf stehen die Frauen, wie kann ich das machen, brauche ich mehr Muckis, brauche ich mehr Selbstbewusstsein, brauche ich davon mehr, das mag schon stimmen, dass Frauen allgemein es interessanter finden, wenn du vielleicht muskulöser bist. Dass Frauen es allgemein interessanter finden, wenn du mehr weißt, was du willst. Und das ist so, ne, das sind so ein paar Punkte. Aber ey, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, es gibt genug Frauen, die bei so einem Mann, der genau weiß, was er will, irgendwie so nichts spüren. Und bei so einem Kerl, der einfach so sich von der Welt treiben lässt und einfach mal im Flow lebt, einfach total so aufgehen und sagen so, ja, das ist der Kerl, den will ich haben. Der Punkt ist also nicht, das kann ich dir noch mit einer anderen Geschichte erzählen, dass du irgendwie versuchst, irgendwelchen Prinzipien hinterherzugehen und zu sagen so, okay, was kann ich machen, mehr trainieren gehen, mehr Training machen dafür, mehr das machen, um der Frau zu gefallen, sondern das, was Frauen wirklich gefällt, und das ist mir wieder aufgefallen bei einer anderen Frau, wo genau dasselbe war und wir haben angefangen, uns irgendwie näher kennenzulernen und auf einmal beuge ich mich rüber und will sie küssen und wir küssen auch ganz in Ordnung, das war auch wirklich schön und dann habe ich so gefragt, so, okay, gut, dann lass mal losgehen, oder? Und dann so im Sinne von, und sie meinte so, oh nee, küssen ist ganz in Ordnung, aber Sex, da bist du einfach nicht mein Typ für. Und ich so, ja, ich war so voll, so, eigentlich ist alles doch klar. Und was sagt sie? Und dann frage ich so, okay, was ist denn dein Typ? Und sie sagt so, ja, ich mag, wenn die Männer schwerer sind. Und ich so, okay, ich meine, ich wiege 85 Kilo. Und sie so, ja, ich mag schon, wenn die so richtig schwer sind. Also sie mag wirklich nur Männer, die irgendwie die über 100 Kilo wiegen und denen man das auch ein bisschen ansieht, weil sie mag das total beim Sex, einfach diesen Körper des Mannes zu spüren und diese Macht, diese Wucht des Körpers. Und hatte keinen Bock auf mich, weil ich nicht in ihr Schema passte. Was ich damit sagen will, da draußen gibt es Frauen, die wirklich haargenau auf dich stehen. Und du musst nichts anderes machen. Alles, was du machen musst, ist zu zeigen, wer du bist. Und das mit Mut rauszugeben. Das ist einfach zu akzeptieren, dass so wie ich bin, ist es in Ordnung. Natürlich kann ich jederzeit noch weiter wachsen. Aber so wie ich bin, bin ich komplett in Ordnung. Und das, nämlich der du bist, dann zu lernen zu kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass du authentisch bist mit dir selbst und auch Frauen ansprichst damit. Weil es ist eine schöne Ausrede zu sagen, ja, ich würde ja mehr Frauen ansprechen, wenn ich muskulöser und besser aussehen würde. Ich würde ja das und das und das. Perfekte Ausreden, die dich einfach nicht an dein Ziel bringen. Da draußen gibt es Frauen, und das weiß ich haargenau. Ich gucke dich um, was für Kerle manchmal mit bildhübschen Frauen sind. Ich habe Kumpels, die haben Glatzen, die sind im Hartz IV. Die sind all das, was eigentlich Frauen nicht wollen, und die schleppen regelmäßig Frauen ab. Warum? Weil sie sich trauen zu zeigen. Und dir, lieber Thomas, dir würde ich damit die Frage beantworten. Worauf stehen Frauen? Frauen stehen auf dich.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Frauen stehen auf dich, so wie du bist. Alles, was du jetzt noch lernen darfst, ist zu zeigen, wer du bist. Und wenn du damit noch Probleme hast, trag dich gerne bei uns in den Newsletter ein. Der ist unter diesem Video verlinkt. Ne? Und schau dir vielleicht noch die ein oder anderen Videos an. Du hilfst uns sehr, wenn du einen Daumen nach oben da lässt oder unseren Kanal abonnierst. Das ist sowieso eine geile Sache. In diesem Sinne, hey Mann, sei gut zu dir selbst. Du bist okay, so wie du bist. Und freue dich einfach auf richtig schöne, authentische Begegnungen. Viel Spaß!